Right, rewind. Ah, there he is. So, ab heute wird die Sache nicht ernst, aber cool. Ich hause ab heute etwa die Hälfte der Woche bereits in meinem neuen Zuhause, in meinem Natursportcamp im Hohen Westerwald. Und heute am 14. Januar werde ich angemessen begrüßt, nämlich mit ordentlich Schnee, den das Sturmtief Egon herangeschafft hat. So liebe ich den Westerwald, so kenne ich den Westerwald, so bin ich wunderbar hier aufgehoben. Heavy in love, dusty roads to distant places. I've seen you, my friend. You've been walking for miles. I give love, fill up all of the empty spaces. Sing you a song for the turnstile. When I said easy. Easy on my soul, if there's a light, won't you shine on me now? And I said, easy, easy on my soul, if there's a light, won't you shine on me now? Cages and all of their plans and all of their schemes. When love flies, I've written all of the demons darken my dreams. And I said, easy, easy on my soul, if there's a light, won't you shine on me now? And I said, easy, easy on my soul, if there's a light, won't you shine on me now? Easy on my soul, take it easy on. Heute ist Samstag, der 14. Januar 2017. Ich bin hier in meinem Alterswohnsitz, in meinem Natursportcamp im Hohen Westerwald. Und das Sturmtief Egon hat in den letzten zwei Tagen hier auch den Westerwald in einen handelsüblichen, früher absolut üblichen Winter verwandelt. Herrliche Winterlandschaft. Schätze mal, so 30 cm Schnee an vielen Stellen etwas höher zusammengeweht. Ich muss mich jetzt erst hier mal freischaufeln. Ich muss den Eingang zu meinem Wohnwagen, zu meinem Vorzelt freischaufeln. Aber es gefällt mir. Wieder so wie in alten Zeiten. Und ich hoffe, dass noch Gas angeschlossen ist und dass ich auch für die nächste Nacht noch genug Gas habe. Ansonsten geht mir der Arsch auf Grundeis. Won't you shine on me now? And I said, easy, easy on my soul. If there's a light, won't you shine on me now? Easy on my soul. On me now. Talk to me. Tell me all your dreams, I will share mine. Talk to me.
to where the water feeds the vine. Come walk with me. Through fields of joy and pleasure, we'll stroll at leisure to. Dieses Wohnwagencamp hat zwar schon 20 Jahre auf dem Buckel, ist aber noch gut in Schuss. Das heißt, der Knaus Azur Wohnwagen mit der entsprechenden Länge, um sich darin wohlzufühlen, wurde damals noch solide und stabil gebaut. Das Überdach schützt den Wohnwagen vor UV, vor Schnee, vor Regen und Chemie. Ja, und hier dieses winterfeste Vorzelt ist eigentlich gar kein Vorzelt. Es ist ein stabiler Innenbau mit einer Zeltplane überzogen, damit die Vorschriften eingehalten werden, die natürlich auch gar nicht eingehalten werden können, weil das alles Quatsch ist. Auf jeden Fall ist dieses Vorzelt, ist diese Vorhütte auch noch sehr funktional, wird von mir gut genutzt, ist stabil, hält auch etliches an Schneelast aus. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass ich heute Schnee hier vom Wohnwagen und vor Hüttendach entfernen müsste. Aber der starke Wind hat es nicht zugelassen, dass sich hier überhaupt Schnee abgelagert hat. Und so kann ich mir die Arbeit aufheben für das nächste Mal. Denn ich denke, der Winter wird hier im hohen Westerwald noch länger andauern. Heute habe ich mir eine volle Autoladung Klamotten mitgebracht, denn allmählich findet auch mein, nicht nur mein geistiger Umzug, sondern auch mein realer Umzug statt. Und ich verteile meine Anziehsachen auf zwei verschiedene Wohnwagen. Einen Reisewohnwagen, der entweder demnächst hier steht oder weiterhin im Spessart in einem geschützten Camp stehen bleibt. Und hier in meinen Standwohnwagen, der nicht mehr für Reisezwecke benutzt wird. Eyes are clear as water. You're the ocean, Lord, so please be mine. I come to you in peace. I would be yours if you're so inclined. And we could find that we're of one mind. Yes, we could find that we're two of a kind. Two of a kind. Die Foto- und Filmaufnahmen dieses Videoclips stammen übrigens aus zwei verschiedenen Kameras, die ich hier zusammenmixe, nämlich einem Panasonic Camcorder mit Fotofunktion und einem Panasonic Fotoapparat mit Videofunktion. Es handelt sich dabei um einen Panasonic 900er, weiß ich was, Camcorder und eine neue Lumix LZ1000. Und insgesamt muss ich sagen, die Unterschiede sind nicht sehr groß, bis auf die Aufnahmen bei Dämmerlicht, bei Kunstlicht in der Dunkelheit. Da muss ich sagen, da ist diese neue Lumix LZ1000 unglaublich. Da werde ich in Zukunft kaum noch ein Blitzlicht verwenden, denn es, es ist einfach, es sieht aus, als wäre das viel mehr Licht und schön. Tja, hier in meinem Natursportcamp im Hohen Westerwald befinde ich mich jetzt auf knapp 600 Meter draußen, schneit es ordentlich. Es ist ein cooles Winterfeeling, viel winterlicher wie die letzten drei Wochen, die ich im Kaunertal in den Alpen verbracht habe. Und das hier ist jetzt mein Zuhause, das ist mein Natursportzuhause, das ist mein Wildcamp, mein Waldcamp, mein Restcamp, mein Lebenscamp. Mein Traum, das gefällt mir. And your beauty too. Fly with me. Lose yourself in the freedom of the air. Free from care. Take a line to the planets. Let the universe provide for us in space. You're a shooting star, I feel a comet's glow each time I see your face.
face. Take my hand and see if you fly with me. You're at liberty to talk to me. You can talk to me. You can talk to me. Ja, ich muss gestehen, die feine Küche und auch die aufwendige Küche wird es hier in meinem Natursportcamp nicht zwingend jeden Tag geben. Gerade habe ich mir ein Restessen noch von längerer Zeit, was tief gefroren war, in der Mikrowelle schön heiß gemacht. Schmeckt mir prima. Das heißt, der Aufwand, den ich jetzt gerade hier im Winter treibe, muss bescheiden sein. Ich habe kein Spülwasser, ich habe überhaupt keine Wasserversorgung für dieses Camp jetzt hier im Winter. Alle Wasserleitungen sind abgedreht, damit sie nicht einfrieren. Und so ist das Ganze rustikal. Immerhin, ich habe Strom. Und wenn ich Strom habe, habe ich Mikrowelle und habe Licht und habe Musik und habe Luxus. Und was ich hier gerade esse, schmeckt total gut. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Mikrowelle im Betrieb. Ich habe keine Ahnung, ob dann hier diese Schüssel auch mit schmilzt oder wie oder was. Aber es hat alles geklappt, schmeckt ganz gut. Counting the hours until once again I can kiss you. Feelings no longer denied. Love under changeable skies. First met Haley with her ukulele that night. I'd seen her out, she'd seen me, and she found me all right. She told me to worry, I didn't put up much of a fight. To all of the friends that we know, we were nowhere in sight. Lately I tell you it's hard to think of leaving, 'cause I'd miss you, I'd miss you. A peacock feather surviving the weather that whips you. Counting the hours until once again I can kiss you. Feelings no longer denied. Love under changeable skies. I set myself up as a traveling man. No ties to the people, no ties to this land. She had a family and music and laughter. She believed in a love ever after. My phone's on her table, we haven't been able to speak. Almost for the first time, nearly 1 week. I'm on the bus and I'm traveling to Mac. Hilly, Kalele, I'm coming back. Coming back now, lately I tell you it's hot. Ja, das ist doch mega cool. Das hier ist mein Sanitärbereich. Quatsch, mein Klo. Klo plus Waschbecken. Und groß genug und funktional genug. Ich kann natürlich auch auf die Campingplatz-Toilette gehen, aber bei Schneesturm oder bei Kälte oder bei Regen tue ich das natürlich ungern oder gar nicht. Tja, nun denn, so ein Wohnwagen ist natürlich kein festes Haus.
Es hat nicht den Luxus einer normalen Wohnung. Aber so ein Wohnwagen hat alles, was ich brauche. Er hat eine Kochgelegenheit, er hat eine funktionale Heizung, er hat eine Toilette, er hat ein Waschbecken. Und ja, so ist alles okay. Natürlich ist das ganze Ding hier nicht rollstuhltauglich und sollte ich demnächst im Rollstuhl landen, dann ist mit dieser Übung Ende Gelände. Und für diesen Fall habe ich mir bereits hier im Hohen Westerwald ein Pflegeheim angeschaut, denn dann ist das die allerletzte Station. Die bedeutet für mich Pflegeheim, wenn ich zum Pflegefall werde. Hier in einem solchen Wohnwagen zu Hause und nicht mehr laufen zu können, das ist natürlich nicht maximal möglich. Mein Wohnwagencamp besteht natürlich hier nicht nur aus dem Vorzelt, sondern aus einem luxuriösen Wohnwagen, der zwar schon 20 Jahre alt ist, aber solide gebaut. Im Grunde genommen ist noch alles wie vor 20 Jahren. Die Wandschränke, die Klappschränke, alles ist okay. Der Herd ist okay. Die Heizung, eine Druma 5000er Heizung, habe ich vor kurzem neu einbauen lassen. Denn entscheidend ist natürlich, dass jetzt im Winter die Heizung auch reibungslos und ohne Macken funktioniert. Aber ansonsten im Hintergrund ist mein großes französisches Bett. Dort hause ich auch, wenn ich am Laptop hocke, wenn ich mit der weiten Welt Kontakt aufnehme über Internet. Hier gibt es auf dem Campingplatz auch eine WLAN-Einrichtung. Die taugt zwar nichts, aber sie reicht immerhin aus, um ein paar Fotochen auf Facebook zu senden, kurze kleine Videos zu versenden und ja überhaupt Kontakt zu haben mit der großen weiten Welt und den Menschen, die ich dort in dieser Welt auch mag und mit denen ich gerne Kontakt habe. Ja, ich muss gestehen, etwa zwei Drittel eines Tages, sprich 16 von 24 Stunden, muss ich mindestens liegen. Oder anders ausgedrückt, ich muss die Beine zum Liegen bringen, ich muss die Beine entlasten. Ich habe mir in diesem Jahrtausend bereits zwei schwere Unfälle zugezogen. Mit Beinbrüchen insgesamt habe ich mir 7-mal die Beine gebrochen, habe lange Zeit Schrauben drin gehabt, habe mir eine chronische Knochenmarksepsis eingefangen, eine sogenannte, ich habe den Namen vergessen, fällt mir gleich wieder ein. Auf jeden Fall befindet sich noch in einem Bein, im linken Bein, eine dort leider festgewachsene Antibiotikakette und so sind meine Beine kaum belastbar, meine Hüftgelenke sind zerstört, eigentlich bräuchte ich neue Hüftgelenke, aber Implantate darf man nicht einbauen, wenn man eine chronische Knochenmarksepsis hat, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Eiterkeim, der sich im Knochen befindet, im Knochenmark befindet, dieser Eiterkeim auch an Implantate setzt. Ja, und so muss ich mir hier mein Wohnwagenleben auch so einteilen, dass ich sehr oft an diesem Platz hier sitze, Beine hochlege, meinen Laptop parat habe, WLAN-Empfang habe hier durchs Fenster und kann so Kontakt aufnehmen mit der großen weiten Welt, fühle mich nicht ganz so alleingelassen. Neben mir hockt meine Hündin Luzi, die jetzt hier schon gemütlich pennt. Also es geht mir gut, auch wenn die Aktionszeiten im Vergleich zu den Ruhezeiten logischerweise kürzer werden. Das täuscht dann oft in meinen medialen Präsentationen, da sieht das immer so aus, als wäre ich der Oberguru, als sei ich noch topfit. Tja, in Wirklichkeit schaffe ich es 2-3 Stunden am Tag noch, mich zu bewegen, etwas Tolles, etwas Interessantes zu unternehmen, das zu filmen, zu fotografieren und anschließend hier auf meinem kleinen Laptop mit Ja zu verarbeiten und in die weite Welt hinaus zu senden, wenn es mir Spaß macht. Und das ist jetzt in Zukunft hier mein Leben. Ich hoffe, dass ich noch sehr viel reisen kann mit meinen kleinen Reisewohnwagen. Aber da ist der Aktionsradius auch sehr begrenzt. Sollte diese Knochenmark-Sepsis wieder ausbrechen, was jeden Tag passieren kann,
Dann muss ich blitzschnell in ein Spezialkrankenhaus für septische Chirurgie. Dann wird entweder mein Bein amputiert, das linke Bein amputiert, oder weiß der Teufel was. Auf jeden Fall, wenn mir das in skandinavischer Wildnis oder in Russland oder China oder weiß ich wo passiert, dann habe ich verloren und deswegen bleibe ich die nächsten Jahre, meine Restjahre, ja, in einem Bereich in Europa, wo ich mich noch retten kann, wenn es eng wird. Denn eins ist nicht so mein Traum, irgendwo in der Wildnis zugrunde zu gehen mit starken Schmerzen. Thank you.